Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es ums Button. Ich zeige euch heute drei einfache Übungen, mit denen ihr besser button könnt. Die erste Übung ist ganz simpel. Wir brauchen zwei Dies. Und zwar stecken wir die Dies in der Breite vom Butter so eng wie möglich, dass man da durchkommt mit dem Butter. Ja. Das Ziel dieser Übung war, die Dies zu verbinden. Ist egal, ob der Ball reingeht oder nicht, Hauptsache man verfehlt die Dies und man hat seinen Schlägerkopf unter Kontrolle. Die Übung ist auch super zum Aufwärmen. Das heißt, bevor ihr auf die Runde geht oder vor einem Turnier, das machen wir jetzt ungefähr 20 Bälle. Bevor man zu der nächsten Übung geht. Bei der zweiten Übung geht es um die kurzen 1 Meter Putts. Sind sehr wichtig, wird unterschätzt, wird wenig trainiert. Vor allem unter Druck sind die ganz schwer zu machen. Und das ist der Sinn dieser Übung, unter Druck die Putts zu machen. Wir brauchen dafür 5 Dies. Und die stecken wir jetzt ungefähr in einer 7er Eisenlänge in einem Kreis. So sieht das aus. Und wir probieren jetzt, ich meine, es kann sich jeder selber ein Ziel setzen. Meins ist normalerweise 30 Putts hintereinander, weil dadurch übt man auch den Druck. Wenn man beim 29. oder 30. Putt ist, wenn man die verfehlt, muss man wieder von vorne anfangen. Also, probieren wir es mal 10 Mal. So, der letzte 10. Putt, der Druck steigt. Jawohl. So, und die dritte und letzte Übung. Wir müssen auch die Länge ein bisschen kontrollieren können. Das heißt, wir nehmen wieder das 7 Eisen. Machen uns hier ein Viereck. So sieht das aus. Das ist jetzt genau die Länge, die wir gerade geübt haben unter Druck. Das heißt, wenn wir den Ball in dieses Viereck reinspielen können, dann sind wir eigentlich safe. Wir gehen jetzt mal 10 Meter nach hinten. Legen uns irgendwas zum Markieren hin. Das Ziel dieser Übung: 3 Bälle hintereinander in das Viereck. Man darf natürlich auch keinen Ball zu kurz lassen, sonst muss man von vorne anfangen. Schaut gut aus. Ich hoffe, euch helfen diese Übungen und wir sehen uns beim nächsten Mal.